So, nachdem ich ein bisschen Stress mit OBS gerade hatte, den Ton aufzunehmen, geht's nun weiter. Bei Vampire nach einer sehr langen Pause. Wollte ich gar nicht, ich wollte hier durch. Oh, wir sind mittlerweile Level 19, wenn das da oben Level bedeutet. Unsere Mutter liest. Wir sind wieder im Büro gelandet. Wird nämlich nochmal mit dem Kultführer oder was das da ist, sprechen. Wenn ich dann wüsste, wo das nochmal war. Ist lange her. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte gerade, da steht jemand. Was ist das? Ist das das Haus? Ich kann auf jeden Fall rein. Bezirk verloren. Wenn der Gesundheitsstand eines Bezirks unter der kritische Grenze fällt, versinkt die... Askalon Club, yo! Ganz in der Nähe von zu Hause. Das ist ja dann einfach. Wir waren die ganze Zeit in der Nähe. Überall die gleichen Bilder. Warte, andere Seite. Jetzt schnüffel ich hier ein bisschen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Oh, was? Was? Geld. Oh, Geld. Wie war das? Geld regiert die Welt. Huch. Ich habe gar nichts gedrückt. Und schon in der Sachen mit. Einfach so zack. In die Tasche gepackt. Schon mehr Geld. Wie praktisch ist das denn? Und dabei wollte ich eigentlich nur mit dem Typen reden. Ich hoffe, der nimmt. OBS nimmt den Ton jetzt auf. Wie gesagt, gerade wollte er den Ton nicht aufnehmen. Hi. Mit dir wollte ich nochmal sprechen. How is your investigation going, Dr. Reed? Ach ja, genau. Time is our enemy. I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Oh, da fühle ich mich ja geehrt. Some of us fled during the first hours of the Great Hunt. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. Lord Redgrave can play with the brave. What about the risk of a full-scale attack here? Geoffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. Der Captain geht mit seinem Schiff unter. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The guards' current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the guard grows old and weak. Time will once again become our ally. Sie aber versteckt halten, bis alle die Existenz von Vampiren vergessen haben. Ich weiß nicht, wie da das Drama ist. We are counting on you. Ja, ja. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich sollte ja Leute bequatschen. Da war ja was. Haben Sie denn schon mal was von Vampiren gehört? Sind Sie selbst einer? Sind Sie selbst einer? Sie haben so rote Augen. Sind Sie selbst einer? Können Sie nicht mal den Schweinestall hier aufräumen? Ist ja unmöglich hier. Die Putzfrau wird weinend zusammenbrechen. Die Arme. Jetzt puste ich die ganze Zeit ins Mikrofon. Das tut mir schrecklich leid.
Noch stabil. Mal gucken, wie lange. So, wen können wir denn... Wandernspiegelung. Befragen. Außer sie. Ich habe keine Lust, sie zu bequatschen. Ihn vielleicht. Hi. Ich habe da mal eine Frage. Kennen Sie Vampire? May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Kennen wir uns? Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry, I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War, da sehen wir mal, was der Krieg so mit einem macht. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Dafür muss man nicht mal in den Krieg ziehen. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mulaneys... Yes? What about the Mulaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? Na und? Meine Schwester und ich waren auch immer sehr still. Das hat auch keinen interessiert. Richtig laut wurde es erst mit meiner anderen Schwester. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. Das will doch keiner. Jeder, der zurückgeht, will das am liebsten. Der zurückkommt, will das am liebsten. Forgive me, Johnny. I didn't want to sound selfish. Alles gut. Können wir dich noch fragen? Wie geht's deiner Frau? Venus. We've spent so much time away from each other. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? But you're alive. Und das ist das, was zählt. In one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Sind wir alle nicht. Clarence, sind wir alle nicht. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Du musst dringend schlafen. So, wo muss ich jetzt hin? Da hinten. Sollte ich vielleicht erst zu den Vampiren zurückkehren? Oh, oh. Clarence, dreh dich mal um, bitte. Dreh dich um. Dankeschön. Du musst ja nicht sehen, wie ich in Mülltonnen unbedingt rumfühle. Ich hätte auch gerne ein paar Ratten. Wisst ihr, das war mein Problem. Ich muss Ratten. Import. Gibt es auch einen Export? Ich muss Ratten aussaugen. Kommen wir da durch? Ja, das ist die andere Seite. Jetzt kann ich da durch. Sehr schön. Das hilft mir aber nicht weiter. Ich brauche Ratten. Untersuche den Bürger auf die Infektion. What? Ein Brief. Warne das Flugblatt. Bewohner des West End, vereinigt euch. Lasst euch nicht von ihnen täuschen. Lasst euch nicht von ihnen kontrollieren. Sie sind unter uns. Sie gieren nach euren Seelen. Vampire gibt es wirklich. Verteidigt eure Gemeinde. Dieses als öffentliche Warnung gedachte Flugblatt wurde von Mr. C. Crossley finanziert und verteilt. Für weitere Informationen treten Sie bitte direkt an ihn heran oder erscheinen Sie zu seinem nächsten öffentlichen Vortrag. Wie hieß unser Freund gerade mit Nachnamen? Oh, Clarence! Es ist doch Clarence! Oh, wir dürften also ihm nicht in die Quere kommen. Ein paar Ratten? Ratten?
Ratten wären ganz toll. Aber eine riesige Tabakwerbung. Das haben wir. Keep out. Was, wenn wir es nicht tun? Wir sind schon mittendrin. Oh, hast du mich erschrocken, Mädel? Hast du nicht gesehen? Wenn wir dich... Wie machen wir das denn nochmal? Geht's dir gut? Das denn nochmal mit dem Bannen? Unbekannt. So, sprechen wir erstmal nach. Hallo! Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. Musst du nicht jedem auf die Nase binden? I'm Corina Billow. I don't need any doctor. Oh, Ratten! The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Scheint aber nicht so, als sei sie ein Vampir. Ist sie einfach ein bisschen durchgeknallt? Ja, und du frisst, saugst sie aus. Oh, tust es sie zumindest. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. Okay. I must go now. Können wir dich jetzt bannen, eventuell? Nein. Tasty rats. Those clever rodents are cautious now. They won't approach. I must go now. Ja, ich wollte dich eigentlich verführen. Was geht irgendwie nicht? Geht's dir gut? Du hast jetzt gerade nicht gekotzt oder so? Wie geht denn das nochmal? Nein, das war nicht richtig. In den Bann ziehen mit B. Komm, du bist Bannstufe 2. Ich bin erst, ich bin 4. Warum geht das nicht? Geht's dir gut? Ich check das nicht, warum das nicht geht. Ich brauche Ratten. Genau wie sie brauche ich Ratten. Was steht da? Evergreen. Da hat jemand geschlafen. Was war das? Eine Spiegelung. Ja, okay. Wir sind wieder auf der Hauptstraße.
Und ich habe immer noch keine Ratten gefunden. Ratten gibt's doch überall. Tempelgarten. Ratten? War da einer? Jo. Ich hab dich nicht gesehen. Lass mich in Ruhe. Oh, ich bin ganz weit ab vom Kurs. Fehlen. Herzlichen Dank. Aber ich wollte dich doch beißen. Ach Mann. Ein Hund? Ach, da läuft noch so jemand rum. Zwei von der Sorte. Siehst du uns? Ja. Hi! Ja, vielen Dank. Dankeschön, das war sehr geil. Gut gelungen. Echt, muss man sagen. Ich brauche doch nur ein paar Ratten. Oder sonst was ich aussaugen kann. Als veganer Vampir. Läuft denn hier echt gar nichts rum? Ah, doch, 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 endlich! I have this thirst for ja, sie blood. Steht genau vor dir. I can't believe I'm doing this. Was war das? Wo? I have this. Thirst for blood. This is despicable. Wenn du weiter so schreist, komme ich erst recht nicht. Das ist so tote Ratte. Komm, eine brauche ich noch. Keine mehr da? Das Vieh ist auch weitergezogen. Leg dich nicht mit mir an. Da unten. Jo. Bin mit dir. Falsche Taste. Ich musste runter, richtig? Och. What
Why are vampire hunters sneaking around here? I need to find out what they're after. Christ! Fuck, das war nix. Monster!